Ja, in letzter Zeit wollen die Barsche nicht mehr so richtig auf Rubber Jig, auch nicht mehr auf einen Jig Spinner. Und darum will ich die Tage mal mit einem Free Rig los. Und wie man so ein Free Rig baut oder wie ich dieses Free Rig baue, das erfährst du hier in diesem Video. Hallo, ich bin Frankie und viel Spaß mit dem Video. Als erstes brauchen wir mal ein bisschen Schnur. Ich habe hier eine von Savage Gear, eine Regenerator 040er mit 10 Kilo Tragkraft. Die ist auch noch, ich sag's dir extra, bedingt hechtsicher. Da ziehen wir uns jetzt erstmal so ein kleines Stückchen runter. Als nächstes kommt eine Stopperperle, in diesem Fall in Größe M. Von Bär habe ich die. Die ziehen wir als erstes mal hier drauf. Ich will mal eine Brille aufsetzen, dann sehe ich das ein bisschen besser. So, die Perle haben wir drauf. Dann kommt ein kleiner Snap. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Snap hier. Kann man so gerade noch erkennen. Den habe ich mir jetzt mal hier mitgebracht von Freestyle, also auch von Spro sind die. 4 mm, 12 Kilo trägt das kleine Ding. Den knoten wir uns jetzt hier unten an und zwar mit einem Clinchknoten mit 6 Wicklungen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ziehen wir den Knoten schon zusammen. Schieben ein bisschen mit dem Finger ein bisschen voreinander. Ich habe so ein Knotentool, der eine oder andere kennt es wahrscheinlich schon. Kann man schön hier vorne einhaken und den Knoten damit richtig festziehen. Das überstehende Ende hier, das schneide ich jetzt ab. Ich lasse da meistens immer so 3-4 mm überstehen und gucke das nachher nochmal mit dem Feuerzeug an. Dann bildet sich da so eine kleine Perle nochmal extra zur Sicherheit. Das muss man aber nicht machen. So, weit hätten wir das. Das schieben wir erstmal die Stopperperle nach unten. Schneiden wir jetzt hier mal eben 60 cm dran ab. So circa. Kommt dann jetzt genau drauf an, je nachdem wie lang ihr das eben halt haben wollt. Ich mache jetzt einfach mal 60 Zentimeter. Als nächstes, ich will das mal eben hier hinhängen, brauchen wir fürs Free Rig ein Stablei. Also ich benutze ein Stablei, kann man auch andere Blei benutzen. Das Wichtigste ist eben halt nur, dass das Blei hier so eine kleine Öse hat, damit das auf der Schnur nachher richtig schön laufen kann. Ich habe sie in 14 und in 10 Gramm. Einen Dropshot-Blei dagegen, das wird ja auf der Schnur geklemmt, das funktioniert also nicht. Also wird wahrscheinlich auch halbwegs funktionieren, wird sie aber wahrscheinlich früher oder später irgendwo auf der Schnur festklemmen und dann ist es natürlich kein Free Rig mehr. Also darauf achten, dass ihr einen Blei habt mit so einer Öse. Dann fädeln wir das Blei auf. Und als nächstes setzen wir hier oben jetzt noch mal eine Stopperperle drauf. Wo habe ich sie? Hier sind sie. So. Noch mal eine Stopperperle. Zu den Stopperperlen komme ich gleich nochmal, aber das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Die haben natürlich in erster Linie die Funktion, die Knoten zu schützen. Und die obere Stopperperle hat die Funktion damit, denn hier oben kommt jetzt noch ein kleiner Wirbel dran. Und zwar ist der, habe ich hier einen Wirbel auch von Spro mit 14 Kilo. Die Größe 10 ist das. Da haben wir nämlich jetzt nachher später den Vorteil,
dass wir am Wasser ein bisschen flexibler mit unseren Rigs sind. Ne? Wenn man jetzt mal zum Beispiel Free-Rig fischen möchte, funktioniert nicht, sagt, ich möchte Carolina-Rig fischen oder einen Dropshot-Rig, dann kann man natürlich schnell wechseln. An meiner Hauptschnur, meiner Route habe ich auch einen kleinen Snap, dann kann man das eben halt schnell einhängen und braucht nicht immer rumknoten. Gerade wenn man jetzt so unterwegs ist und mal gucken muss, worauf beißen die Fische, da kann ich auch erstmal normales Vorfach fischen mit dem Gummifisch, Rubberjig, Jigspinner. Und wenn das nicht funktioniert, sage ich, möchte mal Free-Rig ausprobieren, da kann ich das natürlich schnell durch den Snap eben halt schnell wechseln. So, den Snap befestigen wir ebenfalls mit 6 Wicklungen, Clinchknoten wieder. Ach, das habe ich gar nicht erzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich ziehe die Clinchknoten übrigens auch mal trocken zusammen, um dann ein Durchrutschen zu verhindern. An den kleinen Wirbel hier unten, da habe ich mir noch so einen Snap dran gemacht, damit ich hier mein Hakentool einhängen kann, um das Ganze richtig zusammenzuziehen. Der Snap kommt jetzt ab. Den brauchen wir ja nicht mehr. Auch hier oben lasse ich jetzt wieder so 2-3 mm überstehen und gucke das dann mit dem Feuerzeug an. Aber wie gesagt, das müsst ihr nicht unbedingt machen. Die andere Perle schieben wir nach oben. Wie gesagt, das sorgt jetzt dafür, dass das Blei quasi einmal den Knotenschutz und auch, dass das Blei nicht auf den kleinen Snap hier läuft und sich da drin verfängt. Dann funktioniert das Free-Rig nämlich nicht mehr. Hup. Hier unten haben wir jetzt den kleinen Snap. Da hängen wir jetzt unseren Haken ein. Das Ganze bietet uns natürlich jetzt hier die Möglichkeit, den Haken mal zu wechseln. Ach, das will er nicht. Wenn wir mal einen anderen Köder fischen wollen, ja, dann brauchen wir da auch nicht groß rumknoten. Wenn wir jetzt mal einen größeren oder einen kleineren Köder oder einen Köder fischen, wo wir nur so einen Nosehook machen, dann muss man ja den Haken wechseln. Das ist also der erste Vorteil, dass wir da ein bisschen flexibler sind. Das nächste ist noch, das seht ihr ja auch schon, der Haken kann sich hier in dem kleinen Snap natürlich ziemlich frei bewegen und gibt der Sache natürlich noch ein bisschen mehr Spiel. Ein bisschen Nachteil an der Sache ist natürlich, dass es nochmal wieder ein kleiner Dreckfänger ist, ja. Und so sieht das ganze Free Rig dann aus. Die Perle hier unten, das habe ich mir die Tage auch beim anderen Angler am Wasser abgeguckt. Der hat nämlich den Free Rig, die Perle einfach ein bisschen nach oben geschoben. Und somit ist das Blei, wird das Blei auf Abstand zum Haken gehalten. Dann hatte er so einen kleinen Twister-Gummifisch an den Haken gemacht und hat das Blei jetzt quasi nur über Grund so ein bisschen eingejiggt, eingeruckt immer oder eben halt auch einfach eingekurbelt. Und der Fisch, der Köder hier, der Twister, der lief dann einfach so hinterher und hat da richtig gut Barsche mitgefangen. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht von mir, sondern das habe ich mir am Wasser von jemandem abgeschaut. Ja, mit dem Free-Rig geht es die Tage jetzt ans Wasser und da wollen wir hoffen, dass die Barsche wieder beißen. Auf jeden Fall mache ich dazu ein Video mit dem Free-Rig am Wasser und das Video findest du im Abspann. Genau. Und wenn du möchtest, kannst du meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen und dann sehen wir uns demnächst hier wieder auf Freaky Fishing Friends bei Frankie. Tschüss!